Guten Tag, meine Damen und Herren. Noch vor wenigen Monaten haben wir als Kinderärzte uns nur am Rande mit Coronaviren beschäftigt. Für uns waren das weitgehend harmlose Erkältungsviren. Doch mit Ausbruch der Pandemie in China und dann in Europa im Februar, März standen wir vor einer großen medizinischen Herausforderung, ohne dass wir über Daten und Zahlen verfügen konnten. Und um die Situation für Kinder und Jugendliche in Hamburg einschätzen zu können und vor allem mit Blick auf die Versorgungssituation von Kindern mit chronischen Erkrankungen, haben wir die C19 Child Hamburg Studie initiiert. Studienziel war, 6000 Kinder in 6 Wochen auf die Häufigkeit und Schwere der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu untersuchen. Innerhalb weniger Wochen haben wir dann ein Team aus mehr als 100 Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden, Studierenden, Labormedizinern, Naturwissenschaftlern, Statistikern und Mikrobiologen und Wirtschaftswissenschaftlern aufgebaut und dann mit der Arbeit begonnen. Und jetzt ist der Moment, wo ich mich sehr herzlich bei diesem großen Team für den wirklich großartigen Einsatz 7 Tage die Woche, oft 12 bis 14 Stunden, bedanken möchte, und ich stehe heute stellvertretend für dieses gesamte Team hier. Es ist schon oft gesagt worden, dass die Zeit der Pandemie auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt hat. Und wir sind sehr dankbar für die Erfahrung, dass so viele Hamburger Bürger und Stiftungen von hier und aus dem ganzen Land diese Studie so großzügig unterstützt haben. Der besondere und sehr herzliche Dank gilt aber natürlich den Kindern und ihren Eltern, die an der Studie teilgenommen haben und weiter teilnehmen und die zum Teil bei Wind und Wetter in unsere Studienambulanz gekommen sind. Bis heute haben 5000 Kinder und Jugendliche an der C19 Child Hamburg Studie teilgenommen, und die Studie läuft noch bis Ende Juni an allen Hamburger Kinderkliniken, dem Altonaer Kinderkrankenhaus, der Asklepios Klinik Nord-Heidberg, dem katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, der Helios-Maria-Hilf-Klinik Hamburg und dem Kinder-UKE mit seinen verschiedenen Disziplinen, der allgemeinen Kinderheilkunde, der pädiatrischen Hämato-Onkologie, der Kinderkardiologie und der Kinderchirurgie. Dabei hat die C19 Child Hamburg Studie auch sehr große Unterstützung erfahren durch die niedergelassenen Kinderärzte in Hamburg, bei denen wir uns ebenfalls bedanken. Heute möchten wir Ihnen erste Ergebnisse unserer Studie vorstellen, die wir an der Hälfte der geplanten Studienteilnehmer erhoben haben. Mit Professor Sören Gersting und Professor Thomas Mier, die gemeinsam mit mir die Studie konzipiert und geleitet haben, haben wir in den letzten Tagen über einem sehr großen Datenberg gesessen und gemeinsam mit den Kollegen aus der Biometrie um Professor Antonia Zapf diese Daten ausgewertet. Bei den Kindern und Jugendlichen wurde ein Nasenrachenabstrich durchgeführt, um festzustellen, ob eine akute Infektion mit dem Virus vorliegt. Und außerdem wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung von Antikörpern gegen das Virus angeboten, um zu prüfen, ob der Proband sich bereits mit dem Virus auseinandergesetzt hat. Bisher liegen 3107 Abstrichbefunde und 2436 Antikörperbefunde vor. Die wichtige Nachricht ist, wir haben bei keinem einzigen der über 3000 Kinder, die bisher untersucht und ausgewertet wurden, einen positiven Virusnachweis per PCR im Abstrich gefunden. Es war also im Studienzeitraum bei keinem Kind oder Jugendlichen eine akute Infektion mit SARS-CoV-2 nachweisbar. Bei 36 Kindern haben wir Antikörper im Blut nachgewiesen. Das entspricht einer Rate von 1,5%. Nun, was bedeuten diese Ergebnisse im Einzelnen? Zunächst einige Zahlen zur Studienkohorte. Die Studienteilnehmer stammen aus allen Stadtteilen und setzen sich aus 53,6% Jungen und 46,4% Mädchen zusammen. Das mittlere Alter der Teilnehmenden beträgt 7,4 Jahre.
Im Vergleich zur Hamburger Bevölkerung sind alle Altersgruppen in der Studie sehr gut repräsentiert. In der Studie haben wir eine etwas stärkere Vertretung der jungen und mittleren Altersgruppen bis zu 10 Jahren als in der Hamburger Bevölkerung, während die 10- bis 18-Jährigen etwas schwächer repräsentiert sind als in der Hamburger Bevölkerung. Ein Drittel der Kinder hat eine chronische Vorerkrankung. Zum Beispiel hatten über 300 Kinder eine onkologische oder hämatologische Erkrankung. Mehr als 200 Kinder eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, 150 Kinder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und weitere 150 Kinder eine chronische Nierenerkrankung. Bei keinem der bis zum 6. Juni eingeschlossenen Kinder und Jugendlichen lag eine akute Infektion vor. Und das bedeutet, dass die Lockdown-Maßnahmen für die Kinder und Jugendlichen in Hamburg erfolgreich waren. Daten zur Erkrankungsschwere einer akuten Infektion konnten daher bis jetzt nicht erhoben werden. Deshalb möchten wir im Folgenden noch einmal genauer auf die 36 Kinder und Jugendlichen mit einem positiven Antikörpertest eingehen. Diese 36 Befunde wurden mit dem Test der Firma Roche erhoben. Wir haben noch einen weiteren Antikörpertest angewendet. Damit kommen wir insgesamt auf eine Zahl von 41 Kindern, jedoch dazu später mehr. 1,55% aller Jungen hatten einen positiven Antikörpertest, während 1,23% aller Mädchen einen positiven Antikörpertest hatten. Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern, obwohl der Prozentsatz bei Jungen etwas höher ist. Die insgesamt niedrige Fallzahl ermöglichen bei diesem Unterschied keine statistische Unterscheidung. Die Kinder mit positivem Antikörpernachweis waren durchschnittlich 9,7 Jahre alt, während die Kinder mit negativem Antikörpernachweis durchschnittlich 7,9 Jahre alt waren. Wenn man nun die ganze Kohorte mit einem statistischen Test in Gruppen teilt, die sich statistisch voneinander unterscheiden, dann bilden sich zwei Gruppen, nämlich die der 0- bis 9-Jährigen mit 1% Antikörpernachweis und die Gruppe der 10- bis 18-Jährigen mit 2% Antikörpernachweis. Das heißt, die älteren Kinder sind eher betroffen als die jüngeren. Wenn man dann eine Einteilung in drei Altersklassen vornimmt, nämlich die 0- bis 6-jährigen Kleinkinder, dann finden sich hier 0,47% positive. Bei den Schulkindern 6 bis 12 Jahre 1,47% und bei den Jugendlichen 12 bis 18-Jährigen finden sich 1,9% positive. Das bedeutet also, dass die Wahrscheinlichkeit, sich bereits mit dem SARS-CoV-2-Virus auseinandergesetzt zu haben, für die Gruppe der 0- bis 6-Jährigen deutlich geringer ist. Die altersabhängige Wahrscheinlichkeit eines positiven Antikörperbefundes haben wir darüber hinaus mittels logistischer Regression geschätzt. Und es zeigt sich, dass die Chance, einen positiven Antikörpertest zu haben, mit jedem Lebensjahr um 8% steigt. Damit verdoppeln sich alle 9 Jahre die Chancen einer Antikörperbildung. Wie Sie wissen, als Kinder-UKE, die wir uns besonders den Kindern mit schweren und komplexen Erkrankungen widmen, war für uns die Frage besonders interessant, ob Kinder mit Vorerkrankungen häufiger, das würde bedeuten, sie wären vermehrt vulnerabel, oder seltener Antikörper zeigen, das würde vielleicht darauf hinweisen, dass sie besser geschützt sind oder intensiver geschützt sind, mehr abgeschirmt werden. Das Ergebnis lautet, dass 1% der Kinder mit Vorerkrankungen und 1,7% der Kinder ohne Vorerkrankung einen positiven Antikörpertest hatten. Das bedeutet also, dass die Zahl bei Kindern mit Vorerkrankungen niedriger ist, diese Kinder also tatsächlich vielleicht besser geschützt, abgeschirmt und im häuslichen Kontext betreut wurden.
Allerdings muss hier darauf hingewiesen werden, dass der Unterschied aufgrund der Fallzahlen keine statistische Signifikanz erreicht. In der Follow-up-Phase untersuchen wir alle positiv getesteten Probanden. Das sind im Moment natürlich nicht solche mit positiven Abstrichen, weil wir die nicht gefunden haben, sondern nur solche mit positiven Antikörperbefunden. Und zwar nicht nur die Kinder selbst, sondern auch alle Haushaltsmitglieder über einen Zeitraum von 6 Monaten intensiv nach. Und vom 11.05. bis 5.06. haben wir mit beiden Antikörpertests insgesamt 51 positiv getestete Probanden gefunden. Die Kinder und Jugendlichen kamen aus insgesamt 36 Haushalten, die wir zu weiteren Untersuchungen eingeladen haben. Dabei haben wir 157 Familienmitglieder gesehen, davon 91 Erwachsene und 15 Geschwisterkinder. Von den Erwachsenen waren 25 positiv im Antikörpertest. 25 von 91. Interessant ist, dass bei der Hälfte der Familien, bei denen mindestens ein Erwachsener positiv auf Antikörper getestet wurde, nicht alle Kinder im Haushalt auch einen positiven Antikörpernachweis hatten. Welche Fragen werden wir uns noch in der Follow-up-Phase stellen? Wie sind die Infektionswege innerhalb der Familien? Welche Kinder haben ein höheres Infektionsrisiko? Welche immunologischen Veränderungen sehen wir durch die Infektion? Wie stark reagiert das Immunsystem bei einer neuen Infektion? Und wir untersuchen die biochemischen und genetischen Risikoprofile und den Einfluss unterschiedlicher Grunderkrankungen auf diese Risikoprofile. Ein weiterer Aspekt ist uns besonders wichtig. Durch die Lockdown-Maßnahmen wurden wir alle einem erheblichen Stresstest unterzogen. Deshalb haben wir eine eingehende Befragung zu den psychosozialen Konsequenzen der Pandemie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Hamburg und ihre Eltern durchgeführt. Diese Daten werden wir im Rahmen der Gesamtauswertung der C19 Child Hamburg Studie erheben und auswerten. Ich komme zu unserem vorläufigen Gesamtfazit für diese Studie. Die Studie wurde in der Phase des Lockdowns durchgeführt und zeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen in Bezug auf die Verhinderung akuter Infektionen sehr erfolgreich waren. Die Daten zeigen auch, dass etwa 1,5% der Kinder sich bereits mit dem Virus auseinandergesetzt haben. Aber damit sind wir natürlich sehr weit entfernt von einer Herdenimmunität, auch wegen der durchgeführten AHA-Maßnahmen. Wir sehen Unterschiede in Bezug auf das Alter der Kinder. Kleine Kinder haben weniger häufig Antikörper gebildet als die Älteren. Und wir sehen, dass nicht in allen Familien mit positiv getesteten Kindern auch die Erwachsenen eine gesicherte Covid-19-Erkrankung hatten. Andererseits sehen wir, dass durchaus nicht alle Kinder eines Haushaltes Antikörper entwickeln, wenn ein Erwachsener eine Covid-19-Erkrankung hatte oder zumindest Antikörper gebildet hat. Bitte lassen Sie mich mit Nachdruck abschließend darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Ergebnissen um eine vorläufige Auswertung der C19 Child Hamburg Studie handelt und dass wir weitere Daten erheben werden und weiter auswerten werden. Endgültige Ergebnisse sind erst dann erreicht, wenn die Daten abschließend ausgewertet sind, ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben und das Manuskript in einem Fachjournal publiziert ist. Gerne dürfen Sie jetzt Ihre Fragen stellen, wenn Sie dazu bitte einzeln an das Mikrofon kommen. Christian Becker, Hamburg-Journal. Ich habe eine Frage an Frau Mundhau. Was ist denn jetzt die Quintessenz der Studie, was jetzt auch Kinder angeht? Wie infektiös sind Kinder? Die Studie ist nicht geeignet, die Frage zu beantworten, wie infektiös sind Kinder. Das ist eine Frage, die Sie dann beantworten können, wenn Sie ein massives Infektionsgeschehen haben. Das hätten wir im März beantworten können, aber nicht jetzt. Und deswegen haben wir mit dieser Studie jetzt eine
die ja im Lockdown gemacht wurde, eine Basislinie geschaffen. Was ist, wenn die gesamten Maßnahmen vollständig greifen? Wie ist dann die aktuelle Situation? Für uns ist darüber hinaus die Quintessenz, dass es offensichtlich im Alter der Kinder einen Unterschied gibt, wie häufig sie sich infizieren und wie häufig sie Antikörper bilden. Das kann natürlich sehr gut damit zusammenhängen, dass diese Kinder mit zunehmendem Alter auch einen größeren Radius und eine vermehrte Kontaktaktivität nach außen haben. Das kann sehr gut der Grund dafür sein, weil wir ja in Schweden zum Beispiel, wo es wenig oder keine Lockdown-Maßnahmen gab, sind die Kinder eben genauso häufig oder sogar etwas häufiger betroffen als die Erwachsenen sogar. Also ist es vielleicht nur bei geöffneten Schulen, also vielleicht ist es nur eine Frage des sozialen Verhaltens, wie viel die Kinder infiziert sind. Wir bei uns sehen ganz klar einen Alterstrend, je jünger, desto weniger Antikörper. Und wir sehen natürlich, wenn auch nicht statistisch signifikant, dass die Kinder mit Vorerkrankungen weniger häufig infiziert sind. Und das heißt vielleicht, dass sie besonders geschützt wurden. Aber was wir eben zum Glück auch nicht sehen mussten bei einer doch sehr großen Zahl von Kindern mit chronischen Vorerkrankungen, dass wir katastrophale Verläufe gesehen haben. Und das ist ein gutes Ergebnis dieser Studie. Darüber hinaus die wichtigen Grundlagenfragen, die über die reine Deskription von Infektions- und Antikörperprävalenzen hinausgehen, das sind die Nachuntersuchungen der positiven Kinder, wo wir sehr in die Tiefe gehen, wo wir immunologisch sehen, was haben sie für Veränderungen, wie reagiert zum Beispiel im Reagenzglas dieses Blut auf neue Infektionen und welche Risikoprofile gibt es. Wir machen Signaturen biochemischer und genetischer Art, um eben zu lernen, wer ist vulnerabler als jemand anders. Aber das ist natürlich eine langfristige Fragestellung. Da habe ich noch eine zweite Frage, und zwar, wir haben jetzt wieder, die Kitas werden geöffnet in Hamburg seit gestern. Was schlagen Sie vor, zu testen auch, um das sozusagen Infektionsgeschehen auch zu kontrollieren? Ich glaube, dass das im Prinzip eine gute Idee ist. Wir als Kinderärzte sind natürlich nicht berufen, irgendwelche Empfehlungen zu Kita-Öffnungen zu geben. Wenn Sie mich als Teil dieser Gesellschaft mit einem gewissen medizinischen Sachverstand fragen, dann würde ich genau ausgehen von dieser Baseline, die uns zeigt, im Moment ist das Geschehen vollständig kontrolliert. Aber wir müssen uns ja immer im Klaren sein, dass ein Rachenabstrich eine sehr kurze Momentaufnahme ist. Und egal, welche Studie Sie mit Punktmessungen machen würden, würden Sie ein dynamisches Geschehen nicht abbilden. Das heißt, wenn ich darüber nachdenken sollte, wie kann man Kitas und Schulen jetzt sicher öffnen, würde ich tatsächlich ein kontinuierliches Monitoring machen, am liebsten natürlich bei allen. Das ist vielleicht ein Kapazitätsproblem. Da gibt es gute Techniken, wie repräsentative Stichproben untersucht werden können. Und in einem idealen Setting würde man eine gesamte Gruppe durchtesten. Vielleicht und natürlich auch die Betreuer. Ich glaube, das ist eben so eine Sache, die häufig aus dem Blick verloren wurde, dass wir alle Menschen, die dort sind, testen müssen. Und wenn dann neue Kinder hinzukommen, sollten diese getestet werden. Und dann kann man sich natürlich auch Techniken vorstellen, wo dann die Gruppe, in die dieses neue Kind oder die Gruppe von neuen Kindern kommt, als gepoolte Probe getestet werden, so dass man ressourcensparend ein solches Vorgehen haben könnte. Wenn der Pool negativ ist, ist es gut. Wenn er positiv ist, muss jeder Einzelne nachuntersucht werden. Und ich glaube, das muss kontinuierlich begleitet werden. Und Hessen macht das im Moment mit einer tatsächlich Mischung aus Studie und Maßnahme in 60 Kitas. Und ich glaube, das ist ein extrem vernünftiges Vorgehen. Sie müssen begleiten. Und im Moment erscheint mir, dass wir die Testkapazitäten dafür haben. Okay.
Letgen, Deutsche Presseagentur. Mich würde interessieren, von diesen 36 Kindern, die Antikörper hatten, was ja bedeutet, sie hatten Coronavirus, wie viel davon, oder die Eltern haben das denn überhaupt gewusst? Also waren die Kinder, hatten die überhaupt gar keine Symptome, dass sie ganz überrascht waren? Es gibt alle Geschichten dazu. Es gibt die Familien, die wussten, dass ein oder beide Elternteile erkrankt waren, wo die Kinder mal keine Symptome, mal milde Symptome, mal etwas schwerere Symptome hatten. In der Regel alles sehr mild. Wir hatten da natürlich auch die Skifahrerfamilien aus dem März dabei, wo die Familien einfach wussten, dass Vater und oder Mutter betroffen waren. Wir hatten kein Kind, was schwer erkrankt war. Es war kein Kind, was ins Krankenhaus gehen musste. Aber es gab jede Art von Überraschung in diesen verschiedenen Familien. Ja, Herr Becker. Und zwar, ist die Studie repräsentativ für Hamburg? Die Studie ist von der Altersverteilung repräsentativ. Wir haben in Hamburg etwa 300.000 Kinder und 6.000 Kinder, das sagten unsere Statistiker, ist eine repräsentative Stichprobe. Wir haben natürlich hier eine besondere Mischung, dass wir natürlich eine weit Überrepräsentation der chronisch Kranken haben, weil wir zum Glück nicht 30% chronisch kranke Kinder in der Bevölkerung haben. Das war ja unser Anliegen, dass wir als Kinderkliniken uns diesen Gruppen besonders widmen wollten. Dahingehend ist sie nicht repräsentativ. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben ja relativ spät erst getestet, ab Mitte Mai. Da war der Lockdown ja schon mittendrin. Ist das sozusagen überhaupt dann aussagekräftig, die Studie? Hätte man nicht vorher sozusagen früher die Studie beginnen müssen? Wir hätten gerne vorher begonnen. Sie können sich vorstellen, dass man eine solche Studie an Tausenden von Kindern eben auch nicht einfach mal so machen kann, sondern dass man gehalten ist, Ethikkommissionen einzuberufen, dass man Strukturen aufbauen muss, dass man Leute installieren muss, dass man einen unglaublichen Wust an Dokumenten machen muss. Und wir hätten gerne im frühen April eine große Querschnittsstudie gemacht. Die haben wir nicht gemacht. Und dann wurde sie halt jetzt gemacht und diese Studie hat jetzt die Chance, dass sie eine perfekte Basislinie für zukünftige Entwicklungen bildet. Wenn wir es jetzt tatsächlich im Herbst einen Wiederanstieg der Infektionen sehen, dann wissen wir, wie ist die Situation bei vollständigem Lockdown, bei Schließen der Kitas, Schließen der Schulen und so weiter. Wir wissen, welche Instrumente wir anwenden müssen, um das Geschehen kontrollieren zu können. Und das ist die perfekte Baseline. Und Sie können sich bei einem solchen dynamischen Geschehen, wie wir es ja tausende von Malen gehört haben, nicht aussuchen, was gerade passiert, wenn Sie am Start sind, um 6.000 Kinder zu untersuchen. Ja, weitere Fragen? Würde ich jetzt einmal die Fragen für die anderen Medienvertreter stellen, die ihre Fragen eingeschickt haben. Einmal für die Bild-Zeitung Katharina Wolf. Waren die Schließungen aus Ihrer heutigen Sicht sinnvoll? Ich bin Kinderärztin und es ist nicht meine Aufgabe, solch weitreichende Maßnahmen politischer Art zu bewerten. Nochmal, als Teil dieser Gesellschaft mit medizinischem Sachverstand glaube ich, das hat auch Herr Kluge eben in ähnlicher Weise gesagt, dass wir in einer Situation waren, in der wir keine Daten und keine Fakten hatten. Wir wussten es nicht. Und in einer solchen Lage, in einer potenziellen Gefahrenlage, weil wir haben ja das Potenzial der Virusinfektion, das haben wir ja sehr genau beobachten können in anderen Ländern, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man den Weg der größten Sicherheit geht. Und wir haben sehr großes Glück gehabt, dass uns die Katastrophe vor allem auch bei den Kindern erspart
geblieben ist. Wie wäre es gewesen, wenn wir uns aus wirtschaftlichen oder anderen politischen Gründen anders entschieden hätten und zigtausend Kinder verloren hätten? Und insofern kann ich das nachvollziehen. Gab es in Hamburg schon Kinder, die schwer an Covid-19 erkrankt waren? Wie viele Kinder sind überhaupt in Hamburg an Corona erkrankt? Zum Glück haben wir keine schwer erkrankten Kinder gesehen. In unserer Klinik überhaupt kein einziges stationäres Kind. Es gab vereinzelte stationäre Aufnahmen in den anderen Kliniken. Wir haben uns zusammengeschlossen mit den Kollegen und haben uns eben versprochen, uns gegenseitig zu informieren. Es gab kurze stationäre Aufenthalte, keine Intensivaufenthalte. Sehr gut. Wie viele Kinder es überhaupt in Hamburg gegeben hat, wurde nicht nachgehalten. Und das ist extrem schade. Und das konnte vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht nachgehalten werden können. Und es gab ja auch die Zeit der großen Infektionswelle, wo wir Erwachsene untersucht haben, aber die Kinder in der Familie schon nicht mehr, weil wir sagten, wir haben keine Testkapazitäten. Wir gehen einfach mal davon aus, jeder, der in diesem Haushalt ist, ist betroffen. Unsere Studie jetzt zeigt, dass das eben nicht der Fall ist, dass jeder betroffen ist, wenn ein Erwachsener betroffen ist. Und insofern wissen wir das nicht. Und das hat eben den einen Grund, dass nicht getestet wurde, den anderen, dass die Tests, die durchgeführt wurden, nicht zusammengeführt werden. Und den anderen, dass es vielleicht asymptomatische Kinder gegeben hat, die einfach zu Hause waren, wo es aber in der Familie keinen sichtbaren Covid-19-Erkrankungsfall gab und man gar nicht gewusst hat, weil wir sehen hier ja auch Kinder, die positiv sind, ohne dass ein Erwachsener betroffen ist. Also kam die Infektion irgendwo anders her für diese Kinder. Sind Kinder weniger ansteckend als Erwachsene? Das ist eine Frage, die Sie im Lockdown nicht beantworten können. Eine solche Frage können wir beantworten, wenn wir die große Infektionswelle haben. Und dann, anders als wir es in der letzten großen Infektionswelle getan haben, uns auch wirklich sehr genau diesen Familien und den Infektionsketten widmen und dann auch wirklich jeden in der Familie untersuchen, sagen, wer war der Erste, wer war der Zweite, auf wen ist es übergegangen, auf wen nicht und von wo ist es dann von den Kindern weitergegangen. Und ich hoffe, wir sehen keine zweite massive Infektionswelle. Aber diese Fragen, die können Sie nur in einer solchen Phase beantworten. Und die Chance haben wir weder weltweit noch in Deutschland ergriffen, mit vielen guten Gründen. Aber deswegen haben wir diese Daten nicht. Dann von RTL Nord, Katrin von Danwitz. Inwiefern gibt es schon Erkenntnisse dazu, ob für Kinder mit Vorerkrankungen eine erhöhte Infektionsgefahr besteht und oder ob bei ihnen mit einem schweren Krankheitsverlauf zu rechnen ist? Unsere Daten zeigen einen geringeren Anteil von Kindern, die bereits Antikörper gebildet haben. Wir selbst haben keine schweren Krankheitsverläufe gesehen. International gab es durchaus Kinder mit schweren Vorerkrankungen, die fulminante Verläufe hatten. Auch in Deutschland gab es vor gar nicht langer Zeit ein Kind nach Nierentransplantation oder um die Nierentransplantation, das einen fulminanten Verlauf hatte und verstorben ist. Das gibt es, aber relativ selten. Und das ist ja eben das, was wir jetzt noch weiter sehr genau untersuchen wollen, dass wir sehen möchten, wir werden noch mehr solche Kinder untersuchen. Und in den Proben, die wir haben, werden wir sehen, wie das Immunsystem in seiner Ausgangslage war. Wenn natürlich ein Kind eine Immunsuppression hat, weil es eine Transplantation hatte, dann hat es eine andere Schutzlage als ein Kind, was so eine Medikation nicht bekommt. Das heißt, wir werden auch sehr genau in Abhängigkeit der Grunderkrankung sehen müssen, wie das Kind mit der Infektion umgehen kann, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich einen angeborenen Herzfehler habe oder ob ich eine Stammzelltransplantation bei Leukämie bekommen habe. Und das sind Dinge, die uns wirklich sehr interessieren und wo wir auch glauben, dass wir noch einen grundlagenwissenschaftlichen Beitrag leisten können. Inwiefern können diese ersten Studienergebnisse helfen, an Covid-19 erkrankte Kinder künftiger gezielter zu behandeln? Diese ersten Ergebnisse natürlich überhaupt nicht. Das sind ja weitgehend epidemiologische Daten. Aber die Daten, die ich Ihnen eben beschrieben habe, wenn wir uns sehr genau das Immunsystem ansehen, wie reagiert es auf die Interaktion mit dem Virus oder wie ist sozusagen ein
präformiertes Immunsystem, wenn die Infektion auf dieses Kind stößt. Und wir werden biochemische Signaturen mit sogenannten Metabolomics-Untersuchungen durchführen und genetische Untersuchungen durchführen, die vielleicht eine unterschiedliche Prädisposition und Empfänglichkeit für das Virus bewirken. Und wenn Sie diese unterschiedlichen Risikoprofile ansehen, dann ergibt sich auch sehr häufig ein Hinweis darauf, in welche Richtung man weiter untersuchen kann. Und aus diesen Profilen heraus, gerade auch biochemischer Art, ergeben sich oft Spuren oder Fährten für eine therapeutische Intervention, weil sie sehen, dass ein bestimmter Stoffwechselweg aktiviert oder supprimiert ist und man dort medikamentös einwirken kann. Frank Hommel, Tageszeitung Freie Presse aus Chemnitz, fragt: Bisherige Studienergebnisse beispielsweise in Baden-Württemberg weisen darauf hin, dass das Infektionsgeschehen unter Kindern nicht besonders dramatisch zu sein scheint. Nun gibt es in Augustusburg in Sachsen den Fall, dass von 75 getesteten Schülern eines Gymnasiums 21 positiv waren. Zuvor war eine Lehrerin an Covid-19 erkrankt. Offenbar hat sich das Virus innerhalb der Schule stark verbreitet. Wie passt solch ein Ergebnis zu den bisherigen Untersuchungsergebnissen und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Mein Eindruck ist, dass wir möglicherweise in den nächsten Monaten zu der stabilen Erkenntnis kommen, dass dieses Statement, Kinder sind nicht so gefährdet, Kinder sind nicht so empfänglich, Kinder bekommen Covid-19 nicht, bekommen die Infektion nicht, gar nicht so sehr haltbar sind, sondern wie wir es eben gesagt haben, in Schweden sehen wir, wenn sie die Kinder rauslassen, wenn sie in die Schule lassen, obwohl die Oberstufen sogar teilweise geschlossen waren, nur die kleinen Kinder, dann sehen sie eine etwas höhere Prävalenz als bei den Erwachsenen. Und möglicherweise ist das, was wir bei den Kindern in vielen Studien beobachtet haben, nämlich eine geringere Prävalenz als bei den Erwachsenen, nur Ausdruck des sozialen Kontexts, dass diese Kinder einfach einen viel kleineren Radius haben und sehr viel zu Hause waren. Insbesondere viele dieser Studien, auch in Baden-Württemberg, wurden ja im Rahmen des Lockdown gemacht, auch wenn das Kinder aus der Notbetreuung waren, das ist richtig. Aber die Erwachsenen, also dann geht dieses Kind in diese Notbetreuung und dann wieder nach Hause. Die Mutter, die geht einkaufen, da sie in der Notbetreuung ist, geht sie arbeiten, sieht dort 20 Kollegen und hat ja ein ganz anderes Kontaktprofil als diese Kinder. Und ich und andere in Deutschland können uns sehr gut vorstellen, dass das der Grund ist für diese vermeintlich niedrigeren Zahlen. Und wir haben ganz aktuelle Zahlen jetzt auch nochmal aus Hamburg. Gleicher Zeitraum, 11.05. bis 5.06. Die Fälle, die aus der KV hier als Routinediagnostik gekommen sind. Und da ist die Rate der Infizierten auf eingesandte Proben bei Kindern 1,7%, bei Erwachsenen 1,3%. Das ist natürlich insgesamt ein sehr niedriges Niveau. Aber bei Verdachtsfällen natürlich, das ist auch nochmal eine andere Ausgangslage, aber es ist mitnichten so, dass die Zahl der Kinder kleiner ist als die der Erwachsenen. Und ich glaube, das wird am Ende dabei rauskommen. Was, wie Herr Kluge auch sagte, insgesamt, da war ich noch nicht so lange überzeugt davon, aber ich glaube, dass wir jetzt so langsam dahin kommen können, dass die klinischen Verläufe der infizierten Kinder über die Gesamtaltersspanne schon milder sind. Das heißt nicht, dass es nicht katastrophale Verläufe gibt. Entweder bei den ganz Jungen oder bei den Vorerkrankten. Und das kann es geben, aber ich glaube, das eine ist, wie groß ist die Infektionsrate, und die ist wahrscheinlich gleich, und wie groß ist die klinische Konsequenz aus der Infektion, die ist wahrscheinlich bei Kindern und Jugendlichen geringer, aber ich warne extrem davor, das zu bagatellisieren. Danke. Nochmal kurz zu den 36 Kindern und den 1 und 2%. Halten Sie das denn für statistisch signifikant oder könnte das auch ein bloßer Zufall sein? Also die
Altersverteilung, also das war ja diese Zweigruppenteilung, wo die Statistik Ihnen sagt, wo unterscheiden sich die Gruppen, wo Sie nicht sozusagen willkürlich eine Gruppe setzen, das ist statistisch signifikant. Und wenn wir die drei Altersgruppen 0 bis 6, 6 bis 12, 6 bis 18, 0,47%, 1,47%, 1,9% ansehen, das ist hochsignifikant, diese steigende Zahl. Die Ursache dafür, haben wir gerade diskutiert, ist viel mehr vielleicht der soziale Kontext als die Biologie dahinter. Aber dazu hoffen wir noch was zu lernen. Okay.